Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und diesmal ist es der Switchbot. Seht ihr? Cotton. Road 2 ist es sogar. Für Gardinenstangen. Ich habe ja schon ein, also vier Stück habe ich ja hier verbaut und jetzt habe ich zwei neue gekriegt. Zum Testen und das ist das neue Modell. Ich werde erstmal nur eins anbauen, weil ich nicht weiß, ob ich die beiden Modelle für die Seite nehme oder ob ich die nehme für die Übergardine oder für die Gardine. Weil ich habe vier Dinger dran, zwei für die Gardine, zwei für die Übergardine, dass ich praktisch die linke Seite bleibt immer zu und die rechte Seite kann ich sagen, den A-Punkt Gardine auf, dann geht alles auf. Ich kann es auch mit einem Bot machen oder ich könnte so eine Fernbedienung hier anlernen, dass ich das dann halt zack und dann geht das halt auf. Aber naja, wir wollen ja, ich habe auch hier meine Verlängerungskabel, weil der eine wollte letztens nicht oder zwei mit den Kollektoren Strom laden. Das hat da nicht so ganz hingehauen. Na gut, die haben ja auch, die zeigen ja auch nach innen in die Wohnung drin, deswegen musste ich das abbauen, weil das mit der Gardine dann immer ein bisschen Probleme gab. Aber wir werden mal gucken, wie der neue sich schlägt. Ich würde sagen, wir switchen erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, da sind wir schon in der Unboxing-Ansicht. Einmal hier. Na. Ich geht nicht raus. Ah, jetzt aber. Wo ist oben unten da? So, jetzt gucken wir erstmal nach. Wir haben die Karte. Wir haben hier wieder diesen Aufkleber. Wir haben ein User Manual. Wir haben den. Der ist ja kleiner. Der ist ja viel kleiner jetzt. Oder kommt mir das nur so vor? Ach, hier ist ja noch mehr drin. Ja, Mai. Hier sind die Klammern. Und der HDMI brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil, ja, ich habe noch. Ich habe auch die Klammern vom letzten Mal noch alle aufgehoben. Ich habe im Schlafzimmer eine Verpackung, wo halt, weiß ich, also eine vom Switchbot, wo halt etliche Klammern drin sind. Aber das mit dem USB, den nehmen wir mal raus. Den habe ich lieber hier im Schubfach denn. Weil ich habe jetzt 10 Stück oder so von den Klammern benutzt. Und die anderen habe ich alle weggeregt. Mal gucken, wie geht's da. Hier geht's auch. Und hier sind dann halt die restlichen Klammern drin. Ach, was ist denn das? Aha. Die werden ja wahrscheinlich um die Gardine rumgemacht. Naja, das ist für mich jetzt eher uninteressant, weil ich halt Schlaufe habe. So, aber der ist wirklich klein und schnucklig. Aber warum ist der auseinandergebaut jetzt? Bestimmt wegen Transport oder so. Der
Ist wirklich ganz klein. Also wieder kommt mir das nur so vor, der ist kleiner als die anderen. Wir können auch beide Seiten abmachen. Dann müssen wir das wahrscheinlich. Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das bei mir an der Gardine befestigen kann, ob das eigentlich vom Platz reicht. Weil das ist ja ein bisschen wenig Platz hier. Kann ich das noch ein Stück höher machen? Ah, ja. Wir können es ausziehen. Gut. Hoppala. Ich will mal was testen. Geht das auch andersrum? Nee. Okay. Und da muss jetzt halt praktisch so denn auf die Gardinenstange rauf. Okay. Ja, das ist der Switchpot. Cotton. Ja. Also das Upgrade vom neuen, vom alten. Ich muss mal gucken. Kann ich euch ja mal zeigen. Switchbot. So. Also, das ist jetzt hier meine Switchbot-App. Das ist Wohnzimmer. Das sind alle Geräte. Die alte Kamera zum Beispiel, die ist hier. Da kommt dann halt die neue Kamera dann hin. So. Jetzt muss ich gucken. Ich habe hier vier Switchbots. Der linke funktioniert nicht. Fehler. Okay. Den müsste ich halt demnächst laden. Ne, jetzt ist er wieder da. Das links. Über Gardine rechts. Gardine rechts. Auf. Muss gucken, ob auf auch. Ja, doch, das auf ist auf. Gut. So, schließen. So, dann werden wir den jetzt mal einbinden. Neues Gerät. Das ist auch eigentlich kinderleicht. Ja? Wir müssen halt nur kurz hier den Knopf gleich wieder drücken. So, wir sagen hier Gardinenbot, den müsste ich nur finden. Halt übersehen. Ah, da oben ist er, gleich da oben. So, jetzt sagt er auch die App uns auch schon, wir sollen den Knopf drücken. So, und dann blinkt es hier. Gehen wir auf Weiter. Weiter zum Update. Das ist auch das Schöne, die sagen auch gleich, wenn ein Firmware-Update da ist, dass es da ist und geht auch recht fix. Ihr seht ja, wir sind jetzt bei 33%. %66. Und 100%. So, und jetzt kommen wir zur Einrichtung.
Wir sollen den dann halt befestigen. Zwei oder einen. Wir wollen einen. Konnten die zwei Zimmer auswählen. Wohnzimmer. Bestätigen. Wir machen einfach mal neu. Neu. Dann sehen wir, wie es ein Durchfahrt, was ist. Fertig. Nächster Schritt. So, jetzt sollen wir den halt an der Gardine befestigen. Und jetzt fragen sie halt, welche Version hast denn du? Weil die sind ja alle gleich. Ja, ich mache mal ranzoomen. So. Haben wir den, mit dem man in eine Schiene reinmachen muss? Nein. Den auf der Stange? Ja. Oder den in so einer T-Schiene? Wir haben Stange. So, und dann sagt der jetzt hier, was in Englisch, hat man beachten sollen. So, hier. Das ist halt den, den ich habe mit dem, mit der Stange da. Also mit dieser, ja, eingekerbten Stange, wo man dann einrastet, und das ist der neue. Wir sagen hier den neuen. So. Wir haben Schlauch habe ich. Also ich würde sagen, dieses hier. Ja, da sagt er uns jetzt mit der Klammer, wie wir das machen sollen. Das kenne ich, das habe ich ja alles schon. Ist ja bei mir schon vorbereitet. So. Da soll der Bot hin. Wir sollen das hochziehen, einhaken. Also eins. Ah, okay, alles klar. Dann muss das ausgehakt bleiben. Gut, das müssen wir nämlich dann erst danach verbinden. Und das auch. Aha, alles klar. Gut, dann müssen wir die erstmal verbinden. So, dann würde ich jetzt hier mal kurz einen Cut machen. So, wir haben die Gardine jetzt gemacht. Smarte Kalibrierung. Ah, falsche Richtung. Der ist in der falschen Richtung. Ach, ja, stimmt. Ach, ja, mein Fehler. Ich habe den ja andersrum bauen müssen. Ich muss ja seitenverkehrt denken. Manuelle Kalibrierung. Ich muss den jetzt von Hand erstmal. So, der kommt hierher. So, der andere Bot, den er jetzt ausgelöst hat.
So, der war schon wieder ein bisschen locker gegangen. Ja. Jetzt geht's. So, manuelle Kalibrierung, der ist auch auf der richtigen Seite, also da. Und jetzt sage ich, also früher war das nicht so einfach mit rechts, links. So, ich gehe nochmal zurück. Bestätigen. Neu. Kalibrierung. So, manuelle Kalibrierung. Ich habe es verstanden. So. Ich muss nämlich jetzt bei dem nach links sagen, nicht nach rechts, obwohl er nach rechts geht. Ah, nee, stopp. Doch falsch. Ja. Zurück. Habe ich den jetzt. Was? Hab ich habe den noch nicht umgedreht. Kalibrierung. Ah doch, der ist umgedreht. Ach Gott, ich habe mich verguckt. Manuelle Kalibrierung. Der USB ist nach hinten. So. Also gehen erstmal nach rechts. Jetzt ist er ziemlich weit rechts. Der andere ist ein bisschen zu schwer, der geht immer nach vorne. Da muss ich mir auch was einfallen lassen, dass ich die Gardinenstangen ein bisschen auseinanderknüppel. Weil die sind am Ende ein bisschen zu dicht. So. Und nächster Schritt. Jetzt wollen wir es wieder nach links machen. So, fertig, fertig. So, und jetzt können wir, wenn wir hier auf Kotten neu gehen, da kommt nämlich gleich hier das Bild. So, und dann können wir sagen, auf. Und dann geht er halt auf. Ich werde es euch gleich zeigen. Moment. So, da seht ihr das. Die Gardine ist jetzt offen. Und ich sag dem Bot jetzt, wir waren ja da drauf, haben aufgemacht, ich sag jetzt einfach zu. Und dann geht der einzelne Bot zu. Ich muss die sowieso angleichen noch und geht sowieso alles noch durcheinander, weil ich muss die Gardinen heute noch abnehmen, ich will die waschen. Und jetzt können wir auch wieder sagen, auf. Ne? Ich kann nur sagen jetzt, ach, ja, das reicht mir. Zack. Machen doch wieder zu. Und dann fährt es wieder zurück. Bis dahin, wo wir gesagt haben, das ist einprogrammiert. So, also der funktioniert echt gut. Der neue, der ist so ein Stück schneller als der alte. Ich habe nochmal überprüft, der alte ist doch genauso groß. Es war eine optische Täuschung. Und wie gesagt, beim alten habe ich ja den Solarsensor noch drauf. Den muss ich da noch nachrüsten. Obwohl das mit der Gardine, mit der Tapete halt so ein bisschen doof denn ist. Also innen ist okay, aber außen, weil die habe ich jetzt so dran praktisch. Ja, so, dass der das Ditt halt nach außen zeigt, aber da oben, die, Entschuldigung, ihr seht das ja gar nicht so. Da oben hier praktisch ist halt noch
Giebel und so, das ist halt alles ein bisschen doof. Ich muss so gucken, dass ich. Da hinten geht's. Hier ist die Gardinenstange zu weit zusammen. Da muss ich mal gucken, warum die jetzt zu weit zusammen ist. Da muss ich nachher mal hochsteigen und das noch ein bisschen wegschieben. Dann sind es zwischen den Beinen Switchspots auch wieder Platz, damit die sich nicht gegenseitig anstoßen und sich dann gegenseitig auslösen. Vielleicht lasse ich auch zwei Switchspots weg und ich nehme nur halt nur für die Gardine. Obwohl ich ja jetzt eine andere, die Übergardine ranmachen will und die Gardine vielleicht komplett weglasse, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, da weiß ich auch nicht, was ich mache. Das sollte jetzt erstmal zu weit gewesen sein. Ich werde den jetzt erstmal testen, wie er sich schlägt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.